Hallo liebe YouTube-Pfeifenraucher, liebes Tagebuch. Machen wir da nochmal schnell ein halb 4 Uhr Video. Ich habe vorhin ein Video gemacht zu meinem Ausflug zum Hype Trader, der Estate-Pfeifen anbietet. Nach dieser Erfahrung habe ich mich auch an eBay herangetraut. Man muss dazu sagen, eBay bietet vor allem zum Pfeifenkauf drei Möglichkeiten. Die Neupfeifen, und dann die Estate-Pfeifen und dann auch wirklich die gebrauchten und nicht aufgearbeiteten Pfeifen. Neupfeifen haben mich jetzt nicht interessiert in dem Fall. Ich wollte mal schauen, was sich auf eBay so an Möglichkeiten bietet, um vor allem an weitere Oldenkotz heranzukommen. Und da habe ich mir am Faschingstag 11.11.2011, ich sage es bewusst dazu, diese Oldenkott Nico Free, und zwar Shape Nummer 574 erstanden. Zwischen dem Pi Trader und diesem eBay-Kauf lagen noch zwei Pfeifen. Das eine war die Red Ray Cutty und das andere war auch von eBay eine unberauchte Oldenkott Konsul, also sozusagen eine neuwertige Oldenkott Konsul. Die habe ich schon vorgestellt. Die lasse ich jetzt hier aus und wir landen also am 11.11. bei dieser Oldenkott Nico Free 574. Und die Pfeife hat ein ganz angenehmes Gewicht. Eigentlich kein schlechtes Holz insofern. Sie hat ein gutes, großes Füllvolumen, da passt mein Daumen hinein bis zum Gelenk. Man würde das gar nicht vermuten. Shapemäßig ist es eine für mich Mischung aus Brandy Glass und Rhodesian. Sie hat einen 9 mm Filter. Das Besondere an dieser Pfeife ist jetzt letztendlich, dass diese hier mein absolutes Kittmonster ist. Das ist meine Miss Kitty. Ich habe keine andere Pfeife, die derartig mit Kittstellen und Spots übersät ist, wie dieses kleine Ding. Interessanterweise habe ich das nicht von vornherein gesehen, als ich sie vom Aufarbeiter, vom eBay-Aufarbeiter bekommen habe. Das hat mich jetzt im Nachhinein ein bisschen gewundert, denn normalerweise hat man Kittstellen bei neuwertigen Pfeifen und die erscheinen dann, wenn die Pfeife nachdunkelt und die Kittstellen ihre Farbe behalten. Gut, bei sehr hellen Pfeifen sieht man die Kittstellen möglicherweise von vornherein, aber hier bei diesen dunkleren Shapes eignen sich die Kittdinger ganz gut, um zu verschleiern, wo die bösen Stellen sind. Dieses Kittmonsterchen hier zeige ich euch jetzt mal ein bisschen näher. Aber zunächst mal kurz hier am Holm die Aufschrift Oldenkott Dorado Nico Free. Und was ich bei den Pipe Trader Pfeifen noch nicht hatte, die ich jetzt mal schätzungsweise auf die 60er Jahre datiere. Wir haben hier vier Winkel und hier relativ schlecht zu sehen, weil die ursprüngliche Farbe raus ist, vier Winkel und in der Mitte dieser Winkel ist noch ein kleiner Stern. Ich schätze, dass diese Pfeife aus den 70er Jahren stammt, kann es aber nicht genau sagen. Aber ich nehme mal vom Namen her Dorado Nico Free und so ein bisschen auch von der Form her an, dass diese Pfeife aus den 70er Jahren stammt. Und jetzt gebe ich euch einfach mal ein paar Kit-Impressionen, ein paar Spot-Impressionen von der Pfeife. Ja, und was mich eben, wie gesagt, gewundert hat, ist, dass die vom Aufarbeiter kommt und man die Kittstellen nicht sieht. Also, das ist ja eine berauchte Pfeife. Hat der Aufarbeiter da eventuell drüber gebeizt oder hatte der einen Trick, wie er die nochmal nachträglich unsichtbar macht? Hier zwei hübsche Kittstellen. Ich will euch nicht alle zeigen, ich kann euch nicht alle zeigen. Ich möchte euch nur so ein paar Impressionen von der Pfeife hier mal geben. Und schließlich, als ich sie dann angeraucht habe, wurde es gemeingefährlich. Denn ihr seht hier im Lichtschein,
zwei böse Stellen, aus denen sich, als ich sie angeraucht habe, wahrscheinlich hat sich da der Pfeifenkopf eben seit langer Zeit mal wieder erwärmt. Die gehärteten und völlig ausgehärteten Kittstellen waren das nicht mehr gewohnt und haben sich dann unter der Hitze ausgedehnt und sind mir schließlich explosionsartig ins Auge geschossen. Also dies nur zur Warnung, solltet ihr mal so ein Kit-Ding haben und die Kittstellen sind ausgerichtet auf euer Gesicht, dann raucht sie mit Schutzbrille. Ich hatte das Glück, einen Lidreflex oder vielleicht auch gerade runtergeschlagene Wimpern zu haben, aber es hat mir ganz schön aufs Lid gedonnert, muss ich sagen. Und hatte Glück und konnte mir auf diese Weise einen Besuch beim Augenarzt ersparen. Ich glaube, dass so ein Kitzspreißel, wenn er gut trifft, ganz schön unangenehm sein kann. Ja, 27,50 hat die Pfeife an Lehrgeld gekostet. Aber sowas kommt eben auch mal vor. Und ich bin eben auch ganz froh. Ja, also man kann dieser Sache insofern auch was Gutes abgewinnen, dass ich jetzt weiß, was ich als Kitzmonster einstufen kann und was nicht, weil wenn eine Pfeife, sag ich mal, bloß zwei kleine solche Dinger haben, dann muss man sich da nicht, muss man jetzt da nicht sich schlecht fühlen dabei. Hier sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das ist schon wirklich, würde ich, möchte ich fast sagen, eine gesprenkelte Sau, auch wenn sie auf die Entfernung hin ganz nett aussieht. Gute Raucheigenschaften hat, großes Füllvolumen hat. An sich glaube ich, wäre das Holz nicht so schlecht. Man hat vielleicht entweder nur einfach Pech gehabt mit diesem Kantel, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch schon ein an sich andeutendes Omen für den Untergang des Hauses Oldenkott, denn wenn ich diese Pfeife hier als Maßstab nehmen darf oder muss oder soll oder kann, dann muss ich sagen, ist in den 70er Jahren mit der Qualität bei Oldenkott nicht mehr weit her, weil so eine Pfeife hätte ich dann doch fast lieber auf den Müll geschmissen, als sie noch an Kunden rauszugeben. Vielleicht hat es im Laufe der Zeit zu einer gewissen Verärgerung bei den Oldenkott-Kunden geführt, wenn das so weitergegangen wäre oder wenn das vielleicht damals die Regel war, und hat sicherlich nicht zum guten Ruf des Hauses Oldenkott beigetragen. Jo, damit vorgestellt, das war ein Einzelkauf, deswegen bleibt sie hier auch alleine und aufgrund ihrer Besonderheiten bleibt sie eben auch alleine hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns. Bye bye. Servus.